Materie besteht nicht aus Materie. Was ist es denn, dass die Welt im Innersten zusammenhält? Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die einzig wahre Love Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt: Materie besteht nicht aus Materie. Verstehst du, wie ich meine? Josef M. Gasner und die Welt des Kleinsten. Sehr spannendes Thema. Ich muss sagen, ich beschäftige mich gern auch mit solchen Themen. Und deswegen gehen wir da jetzt rein. Wir gucken mal, was der Cousin zu erzählen hat. Liebe an die Community, Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Peter geht los, Digi. Und los. Herr Dr. Gasner, in Ihrem neuen Buch... Bruder, der hat Vibes, ne? Sei ehrlich. Ich finde, der hat Vibes. Ich habe noch nicht ein Wort jetzt von ihm gerade gehört, aber der gibt mir jetzt schon gute Energy, Digga. Guck mal, wie der smilet, die Augen. Knall, Weltall und das Leben, gibt es eine Überschrift: Materie besteht nicht aus Materie. Was ist es denn, dass die Welt im Innersten zusammenhält? Oh, und das jetzt in zwei Sätzen. Woher kommt es? Josef Majutzer. Weil, wenn wir die Materie betrachten, betrachten? Also wenn ich hier meine Hand nehme und diesen Tisch hier nehme, dann entsteht der Eindruck, ich hätte hier harte Materie. Wenn ich aber diese Dinge auflöse, wenn ich sie also immer genauer betrachte, dann lande ich bei skurrilen Landschaften, obwohl es scheinbar ebene Oberflächen sind. Und diese skurrilen Landschaften vergrößere ich immer weiter und erkenne Moleküle. Das ist schon mal nicht schlecht für einen Naturwissenschaftler. Wir sind es gewöhnt zu reduzieren, immer weiter, immer weiter. Wir kommen also irgendwann an bei den Atomen, die diese Moleküle bilden. Und diese Atome, die stellen uns dann schon vor größere Probleme. Die sind nämlich mehr oder weniger leer. Da gibt es einen Kern. Okay, der Kern. Das ist krass, ne? Wenn du überlegst, du gehst da rein, also auch der Körper ist mehr leerer Raum als Materie. Das musst du dir mal überlegen. Zieh dir das mal rein. Materie ist mehr leerer Raum als Materie, also weißt du, wie ich meine? Unser Körper oder dieses Objekt hier zum Beispiel ist mehr leerer Raum als Materie. Trotzdem kannst du das so greifen und anfassen, Bro. Überleg mal, Digga. Das ist immer zu vergleichen. In einem Fußballstadion wäre der Kern so groß wie ein Reiskorn im Anstoßkreis, wenn das Atom so groß wäre wie das Fußballstadion. Und außenrum kreisen jetzt die Elektronen. Dazwischen ist sehr viel nichts. Und wenn wir jetzt in den Kern nichts hineinschauen und die Bestandteile betrachten, dann ist in diesen Bestandteilen wieder sehr viel nichts. Geil, Digga! Die bestehen jetzt aus Protonen und Neutronen. Und wenn wir in die hineingehen, dann sehen wir, gibt es noch mal kleinere Bestandteile, die Quarks. Das ist der Stand der Technik im Augenblick. Und diese Quarks werden von etwas zusammengehalten, das wir Gluonen nennen, von Kleber, englisch Glue. Krass. Nur diese Teilchen, und jetzt wird es wirklich spannend. Die jetzt wird's wild, Digga. Teilchen sind sogenannte Elementarteilchen. Die sind aus nichts anderem mehr zusammengesetzt. Und diese Elementarteilchen müssen masselos sein. Warum müssen sie das sein? Ansonsten ist die gesamte Theorie, die wir Standardmodell nennen, fehlerhaft. Nur wenn wir masselose Terme einsetzen für Elementarteilchen, kommen sinnhafte Ergebnisse raus. Krass, Digga, what the fuck? Die sind aber wiederum so gut, dass wir fest davon überzeugt sind, dass dieses Modell richtig sein muss. Die wissen es aber nicht, Digga. Das ist ja das Heftige bei der Sache. Das ist auch alles sehr theoretisch. Also, weißt du, wie ich meine? Das musst du dir so vorstellen. Wenn die Rechnungen anstellen, dann werden diese Rechnungen nur aufgehen, also dass auf beiden Seiten vom Gleichzeichen das Gleiche rauskommt, wenn diese Elementarteilchen masselos sind. So, wenn die eine Masse hätten, dann würden die Rechnungen nicht mehr aufgehen. Das ist schon crazy, Bro. Wie kann etwas Masseloses quasi, also was im wenn man ganz tief reingeht, masselos ist, dann, wenn man rauszoomt, wieder Masse haben, Digga.
Können wir Werte wie das magnetische Moment auf 15 Nachkommastellen rechnen? Wir können ins Labor gehen, können das messen und wir messen wieder diese 15 Nachkommastellen. Das ist ein unglaublicher Erfolg gewesen, dieser Theorie. Und jetzt sind wir bei diesen masselosen Elementarteilchen angelangt. Nur stellt sich doch jetzt die Frage, ja Moment, gestartet sind wir doch mit diesem Tisch. Und jetzt am Ende ist alles nichts? Bro. Guck, Digga, auch geil, ne? Der ist so begeistert, Bruder, das ist voll geil. Ich schwöre, das ist aber auch krass, wenn du überlegst, wenn du solche Dinge studierst quasi und dich damit beschäftigst und dann auf solche Dinge stößt, so, dann merkst du, also die Wissenschaft versucht ja eigentlich auch nur rauszufinden, was Gott ist im Endeffekt, weißt du, aus was die Welt besteht. Wie funktioniert das alles, wie es funktioniert? Und das Heftige dabei ist, und ich glaube, das ist doch das Faszinierende dabei, dass sie niemals das mit Mathematik oder mit dem Menschenverstand erklären können. So, das wird für immer so bleiben, meiner Meinung nach. Wir werden das niemals erklären können. Du kannst Gott nicht erklären, quasi, weißt du, wie ich meine? Das macht keinen Sinn. Das macht dann irgendwie keinen Sinn. So. Und das ist schon eine krasse Sache, ja? Antwort liegt darin, dass diese Bestandteile natürlich in Bewegung sind. Und dadurch haben sie eine Bewegungsenergie. Und diese Energie können wir, Einstein lässt grüßen, E gleich M. MC Quadrat. C Quadrat. Vicio. In eine Masse übersetzen. Und diese Elementarteilchen, die haben eine Wechselwirkung mit einem Feld, das wir Higgs-Feld nennen. Und in Summation dieser Wechselwirkung plus ein bisschen Bewegungsenergie und ein paar quantenmechanischen Regeln entsteht auf der Oberfläche Materie. Der Eindruck harter Materie. Und da, das war Ihre Frage, kommt der Begriff her, Materie besteht eigentlich nicht aus Materie. Im Bereich des Allerkleinsten Wild. Haben Untersuchungen gezeigt, dass jede Messung auch das Messergebnis beeinflusst. Da gibt es den berühmten Satz, gibt es den Mond auch dann, wenn niemand hinschaut? Was hat es mit diesem Hinschauen, mit dem Bewusstsein auf sich? Und haben diese Ergebnisse aus dem Bereich der Quantenmechanik überhaupt Einflüsse auf unser alltägliches Leben? Das ist krass. Wie hieß es nochmal? Doppelspaltexperiment. Und am Ende des Tages, ich habe mir auch ein Video reingezogen, da haben die so ein Gedankenexperiment gemacht. Das ist auch ein wildes Thema so. Weil, guck mal, wenn die so ein Doppelspaltexperiment machen, ne, und dann da diese Teilchen durch diesen Spalt jagen und das Verhalten des Teilchens sich verändert, sobald ein Beobachter dabei ist, dann stellt sich halt die Frage, wie die Welt aussehen würde, wenn kein Beobachter da wäre. Ob die Welt überhaupt so aussieht, wie wir denken, dass sie aussieht. Weil es kann ja sein, dass die Welt sich nur so verhält, wie sie sich verhält, weil jemand drauf guckt. Das ist jetzt ein bisschen wild, aber das ist so die Quintessenz von dem, was das Doppelspaltexperiment zeigt eigentlich, weißt du? So, und da haben die mal gesagt, das ist wie so bei einem Spiel. Überleg mal, wenn du ein Spiel spielst, irgendein Game so, ne? Dann ist es ja auch so, dass wenn du das Spiel spielst, GTA zum Beispiel, dass ja nicht die ganze Map geladen ist, sondern immer nur der Teil geladen ist, den wir gerade angucken und beobachten, so. Weil sonst würde der Computer das gar nicht mitmachen können. Wenn die ganze Map immer geladen wäre. Also es kommt darauf an, wo du dich hinbewegst und wo du gerade drauf schaust, dann wird die Map geladen. Und es gibt Leute, die Theorie aufgestellt haben, dass eventuell wir auch in einer Art Simulation leben, wo wir nur die Dinge, also dass die Welt nur geladen wird, wenn jemand drauf guckt, aber wenn wir nicht da wären und nicht hingucken würden, dass das eigentlich alles ganz anders aussieht. Wild. Also wie kommt es zu dieser Geschichte? Wir haben gelernt, dass wir in der Welt des Kleinsten anders denken müssen als in unserer makroskopischen Welt. Anders deshalb, weil es dort einen Zustand gibt, den wir aus unserem Erfahrungsschatz nicht kennen. Und das ist ein quantenmechanischer Zustand im weitesten Sinne. Genauer würde man ihn kohärent nennen. Ist aber nur ein Begriff. Wer findet das interessant? Ich weiß nicht, wie es aussieht, so community-technisch, ob ihr dabei seid, so, aber ich finde das mega, Digga. Das reichert mich an, das erweitert mein Bewusstsein, mir sowas reinzuziehen. Und
darüber nachzudenken. So. Für einen Zustand, das, wie soll man das ausdrücken, das Universum behält sich Optionen vor in diesem Zustand. Das Universum sagt uns noch nicht genau, worauf es rauslaufen wird. Es sagt uns nur mal, alles ist in einer gewissen Art und Weise möglich, was gewissen Regeln entspricht. Und wie es dann genau sein wird, sage ich euch dann, wenn es soweit ist. Und zwar werde ich es euch dann spontan sagen. Das ist der Zustand, so spricht das Universum mit uns in diesen Experimenten, in diesen kohärenten Experimenten. Das kennen wir so nicht. Also für uns ist alles kausal. Mhm. Da gibt es eine Ursache und eine Wirkung und jemand ist da oder er ist nicht da. Und in dem Moment, wo wir jetzt aber eine Wechselwirkung mit diesem Zustand verursachen, dann muss das Universum in gewisser Weise die Karten auf den Tisch legen. Das wäre jetzt ein Messprozess. Eine Wechselwirkung, dann muss es nämlich ganz klar sagen, okay, ich bin da oder nicht da. Also es gibt jetzt eben irgendeine Wechselwirkung mit mir oder nicht als Teilchen. Welche Eigenschaften habe ich denn jetzt eigentlich konkret? Ich muss raus aus dieser anonymen Schauen-wir-mal-Geschichte. Und das ist der Messprozess. Und deshalb ist es auch eine beliebige Wechselwirkung, bei der niemand konkret zuschauen muss. Es ist also nicht so, dass die Quantenmechanik sich dann aus der Kohärenz in die Dekohärenz begibt, wenn wir einen Messprozess per Definition durchführen, wo also jemand ein Foto macht und dann das Ergebnis aufschreibt oder überhaupt nur zuschaut, sondern jede beliebige Wechselwirkung mit was auch immer führt von der Kohärenz hin zur Dekohärenz. Das ist wichtig. Ab dann ist alles glasklar geregelt. Aha, da ist ein Teilchen, da gibt es noch ein bisschen eine Unschärfe, aber im Prinzip ist der Rest gegessen. Und wenn man weiß, dass in jedem Kubikzentimeter in diesem Universum allein 411 Photonen sind als Relikt des Urknalls, dann kann man sich vorstellen, wie schnell es auch dort, wo sonst gar nichts ist erstmal, wie schnell es zu dieser Dekohärenz kommt, weil diese Photonen, was heißt gar nichts, Bro, ganz schnell an irgendwas streuen und das ist schon ein Messprozess. Ich hätte jetzt so 2-3 Fragen gehabt gerade. Also hier in diesem Raum, das sind Luftmoleküle ohne Ende, hier ist es völlig unmöglich, deshalb erleben wir hier auch. Ich würde ihn jetzt gerne fragen, was bedeutet nichts? Dann würde ich ihn fragen, ob er überzeugt davon ist, dass es überhaupt den Urknall gab oder ob das richtig bewiesen ist oder ob das auch nur eine Theorie ist, weil ich glaube, es ist eine Theorie. Und drittens, wie das läuft, weil er sagt, mit diesem Messprozess, Digga, und er sagt, ja, hat er nicht eben gesagt, dass es keinen Einfluss hat, ob wir messen oder nicht messen? Aber das Doppelspaltexperiment zeigt ja das Gegenteil. Keine quantenmechanischen, sonderbaren Effekte, dass hier plötzlich was entsteht und wieder vergeht vor unseren Augen. Das sind ganz schwer zu präparierende Zustände, die in einem abgeschlossenen Bereich sich befinden müssen, damit sie ja mit nichts wechselwirken. Es wird auch ein bisschen wild gerade, ne? So. Am Anfang hat man ihm noch gut folgen können, aber jetzt geht er voll in seine Physik, in seinen Physikgeschwurbel rein, so dass man ein bisschen so den Faden verliert. Ne? Nur dann, solange wir das aufrechterhalten können, sprechen wir von Kohärenz. Also insofern haben diese Dinge für den Alltag praktisch keine Bedeutung. Das ist der Grund, wieso wir hier nicht durch die Wand rennen können. Müsste aber eigentlich möglich sein, wenn man halt ins kleinste Teilchen reingeht, quasi. Das hat der Billy auch mal erzählt, Billy Carlson. Weil ja am Ende des Tages hat er ja selber gesagt, Materie besteht aus mehr leerem Raum als Materie. Also müssten wir eigentlich auch durch eine Wand durchlaufen können oder durch dieses Glas hier durchfassen können. Aber so wie ich gehört habe, liegt es an der Schwingungsdifferenz quasi. Weißt du, wie ich meine? Das Ding schwingt anders als meine Hand. Deswegen kann ich da nicht durchgreifen. Deswegen stößt das gegeneinander. So. Wenn ich genauso schwingen würde wie das Glas hier, könnte ich da durchgreifen. Schwing it in, man, Alter. Gib mir die Schwingy-Vibes, Bro. Durchschwingen quasi. Während Teilchen oder Dinge in diesem kohärenten Zustand sehr wohl als
Aufenthaltswahrscheinlichkeiten beschrieben werden können. Und wenn ich jetzt hier eine harte Wand habe, eine Barriere, und hier etwas, das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sich hier oder da bewegt, dann kann es natürlich auch mal sein, dass diese Wahrscheinlichkeit auch ein Stück hier rausragt. Mm. Zwar klein, hier ist die Wahrscheinlichkeit höher, aber immerhin, sie ragt hinter das Hindernis. Und das nennt man dann Tunneleffekt im Endeffekt. Also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit schafft es etwas durch eine Barriere hindurch. Das ist aber alles nur in einem speziell präparierten, kohärenten Zustand. Und in dem Augenblick, wo wir uns in unserer realen Welt bewegen, spielen diese Dinge keine Rolle mehr. Es gibt Wissenschaft. Weiß ich nicht, ob die keine Rolle spielen. Auch Philosophen, die in der Quantenphysik. Ich glaube, auf irgendeiner Ebene spielt es eine Rolle. Vielleicht haben wir sie nicht begriffen oder noch nicht erklärt, aber ich glaube, auf einer gewissen Ebene spielt das alles eine Rolle. Auch für unsere Gedanken und was wir mit unseren Gedanken erschaffen können und wie Materie funktioniert und so. Also ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Und ich glaube auch, dass wir mit diesem Wissen, wenn wir das übertragen würden auf zum Beispiel unsere eigenen Gedanken oder unseren eigenen Körper, Dinge veranstalten könnten, die übermenschlich, übersinnlich erscheinen würden. Ich würde eine Möglichkeit sehen, Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften miteinander zu verbinden. Und sie alle stellen das Bewusstsein ins Zentrum. Zu welcher Position neigen Sie denn? Ist Bewusstsein etwas, was sich im Laufe der Entwicklung des Lebens erst nach und nach einfach entwickelt hat? Oder das ist eine krasse Frage, Digga. Neigen Sie eher zu der Ansicht, am Anfang war Bewusstsein? Also für meine Begriffe hat Bewusstsein schon etwas mit Leben zu tun und auch mit Gehirn zu tun. Bewusstsein heißt für mich, dass ich die Welt nicht nur erkenne in einer gewissen Form, sondern ich könnte jetzt auch mit mir selber in einer Gedankenwelt kommunizieren und wäre mir meiner selbst in dieser Umgebung bewusst. Voll. Das ist ja das Ultimative, das ist ja eigentlich auch das Ziel von Meditation. So. Es geht ja im Endeffekt nicht darum, seine Gedanken auszuschalten, sondern zu realisieren, dass du deine Gedanken beobachten kannst. Dass du dir deiner Gedanken bewusst werden kannst. Und deines Körpers und allem anderen. Und dann der nächste Schritt ist eigentlich zu checken, also dass du dir bewusst machst, dass du alles bewusst wahrnehmen kannst. So. Weißt du? So. Dass du checkst, dass es etwas gibt, was alles beobachten kann. Und das ist halt schon ein krasses Level, ne? Wenn du da hinkommst und da angekommen bist, dass du verstehst, dass hinter diesen ganzen Erfahrungen, Gedanken, Gefühlen, Körper, was auch immer, noch etwas steckt, so. Das ist krass. Das ist krass. Und das setzt natürlich eine gewisse Qualität des Gehirns voraus. Das ist schon ein sehr hoher evolutionärer Schritt. Und man darf. Ich weiß gar nicht, ob das ein krasses Gehirn voraussetzt, weil ich glaube, dass wir Menschen so komplex denken können, fällt es uns schwer, das uns bewusst zu machen, weil wir so viele Gedanken haben, weißt du, und alles erklären können und durchdenken können und diese ganzen Sachen so. Tiere zum Beispiel sind sich dessen bewusst, ohne darüber nachzudenken, weißt du? Die sind nur, die handeln einfach nur. Die müssen sich nicht darüber Gedanken machen, so, okay, ich habe ein Bewusstsein und eigentlich ist es das Beste für mich, die ganze Zeit im Moment zu sein und nicht so viel nachzudenken, sondern die sind sowieso die ganze Zeit im Moment. Die haben dieses Dilemma gar nicht. Aber jetzt nicht diesen Fehler begehen, in meinen Augen ist es ein Fehler, so weit gehen zu wollen, dass wir Menschen durch unser Bewusstsein, dass wir uns unser selbst bewusst sind, glauben, wir könnten dadurch die Realität in irgendeiner Form manipulieren oder verändern. Doch, aber das ist Fakt, Bro. Das ist so. Das ist einfach so. Du kannst mit diesem Tool, wenn du dir deiner selbst bewusst wirst, deine eigene Realität verändern. Die Realität, die er jetzt meint, ist vielleicht so was anderes, aber du kannst
wir haben ja alle unsere eigene Realität. Wir sehen ja nicht das Gleiche. Jeder, weißt du, es geht ja durch diese ganzen Filter durch, die unsere Gedanken sind, so. Oder was wir in der Vergangenheit erlebt haben. Wir sehen irgendwas, das geht durch unsere Filter durch unsere Konzepte, die wir haben von der Welt, die wir eingetrichtert bekommen haben, die wir gelernt haben von unseren Eltern in der Schule etc. pp. Und dann landet das, dann sehen wir das so, wie wir das sehen. Ein anderer hat andere Erlebnisse in der Vergangenheit gemacht, der sieht die Dinge anders als du. Das heißt, der hat eine andere Realität als du. Wenn wir uns aber alle unserer selbst bewusst werden würden, würden wir auch dieselben Dinge sehen. So. Und insofern kannst du schon deine eigene Realität beeinflussen, aber nicht die Realität. Weil die ist einfach nur, das ist Gott quasi. Dann bist du an deinem göttlichen Teil und dann siehst du die Welt, wie sie ist. Aber deine eigene Realität kannst du schon beeinflussen. Diese Ansätze, Sie haben es ja schon in Ihrer Frage formuliert, ist der Mond auch da, wenn ich nicht hinschaue im Vorfeld? So ähnlich könnte. Was denkt ihr, Chat? Ist der Mond auch da, wenn wir nicht hinschauen? Ja oder nein? Eins für ja, zwei für nein. Hier diese ganze Welt begreifen als, ist das alles nur Produkt meiner Vorstellung? Und wenn ich bedenke, dass wir seit 4,5 Milliarden Jahren in diesem Sonnensystem einen Heimatplanet haben, die Erde, und dass hier ganz allmählich das Leben entsteht, an dessen bisherigem Ende wir jetzt evolutionär stehen, das Universum hat ja schon viel länger existiert. Dieses Universum gibt es 13,82 Milliarden Jahre. Und da gibt es ganz knall... Das ist halt krass, wenn der das einfach so rausknallt, so, ne? Das ist doch aber auch nur eine Theorie, oder sehe ich das falsch? Dass es das Universum so lange gibt. Das ist vielleicht das, was die jetzt feststellen konnten mit den Techniken, die die haben und mit den Berechnungen. Aber ist das wirklich so? ...harte Prozesse, die da abgelaufen sind. Da gab es in einer sehr frühen Phase, in der es sehr heiß war, sind Elemente miteinander verschmolzen... In einer bestimmten Schrödingers Mond, sagt einer. Vecchio. Kernphysikalischen Wahrscheinlichkeit, das kann man alles. Was redet der da? Ey, macht mal eins in dem Chat, wenn ihr ihm teilweise folgen könnt. Zwei, wenn ihr gar nichts checkt. So. Also ich bin schon da, Digga. Ich verstehe schon zum Großteil, was er redet. So. Und es ist sehr interessant, sich darüber Gedanken zu machen und zuzuhören. Rechnen, das kann man heute so beobachten. Das heißt, die Dinge, die sind so abgelaufen, da war niemand... Da hat auch niemand irgendwas sich angeschaut oder gemessen oder getan, auch sich keiner mit irgendeinem Bewusstsein irgendwas vorgestellt. Trotzdem sind die Dinge so abgelaufen. Wer weiß, du weißt ja nicht, du weißt ja, guck mal, das Ding ist so, die meisten Physiker, und ich glaube, er ist auch einer, er glaubt, also wenn du an Gott glaubst, dann ist ja Gott quasi das ultimative Bewusstsein. Das, was uns alles und die Natur und die Tiere miteinander verbindet, so. Alles, was lebt, alles, was ist, einfach so. Und wenn man so weit zurückgeht, dass man sagt, da war noch nichts da, dann war aber das ultimative Bewusstsein, aus dem alles andere Bewusstsein entstanden ist, schon da. Und am Ende dieser ganzen Kaskaden... Für mich gibt's nicht nichts. Nichts gibt's nicht, Digga. Wie jetzt, Digga? Weißt du, wie ich meine? Es gibt nicht nichts. Wer von euch glaubt, dass es nichts gibt? Eins in den Chat. Also das Nichts. Entstehen dann Sterne und Galaxien und um einen dieser Sterne dann auch ein Planet mit Leben. Und da wird sich eine Spezies ihrer selbst bewusst und sie erkennt zumindest ansatzweise, wie diese Phänomene jetzt zusammenhängen. Das ist alles wunderbar. Aber wir dürfen uns... Für alle, die eins reinschreiben, erklärt mir mal, was das Nichts ist. Für euch. Dass Menschen nicht zu wichtig nehmen. Es ist also nicht so, dass... Wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt kurz Experiment, ich habe hier die Flasche, ich gucke auf die Flasche, zwischen mir und der Flasche, ist da was oder ist da nichts? Dass wir jetzt das Universum bestimmen durch unser Bewusstsein, das wäre mir zu weit gegriffen. Herr Dr. Gassner, herzlichen Dank für dieses Gespräch und weiterhin viel Erfolg für Ihr Buch. Voll, Digga. Ich fühl den Doktor. Der hat mir gute Vibes gegeben und der hat auch eine sehr krasse Perspektive uns gegeben. So. Kopf qualmt ein bisschen, aber ist geil. Ist geil. Ich feiere das auf jeden Fall. Schreibt mir eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein, meine liebe Community. Und eure Ansichten von den ganzen Dingen, die hier besprochen wurden, würde mich wirklich interessieren. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Peace out. Gang. Also, ist da was oder nichts? Ja, da ist nichts. Also, zwischen mir und der Flasche ist nichts, Yasin. Du würdest sagen, dass der leere Raum zwischen mir und der Flasche, dass da nichts ist.
Oder ist da einfach nur nichts, was du nicht sehen kannst? Beziehungsweise ist da etwas, was du nicht sehen kannst? Und deswegen nennst du es nichts. Also meiner Meinung nach ist es ganz klar, dass da was ist. Du kannst es vielleicht nicht sehen, aber da ist was. Wenn da nichts wäre, wärst du nicht da. Du kannst es atmen. Zum Beispiel Sauerstoff ist da, Luft ist da. Und ich glaube auch, da ist auch sehr viele Dinge, die man sehen könnte, sage ich mal so. Da sind sehr viele Dinge, die wir einfach nicht sehen, aber da ist was. So, zwischen mir und der Flasche. Weißt du, was auch eine krasse Meditationsübung ist, quasi? Wenn du einfach mal nicht mit geschlossenen Augen, sondern mit offenen Augen meditieren möchtest, so, dann nimm dir mal sowas. Guck, also nimm dir irgendwas oder setz dich einfach in den Raum rein und guck zum Beispiel eine Wand an und werde dir dem Raum zwischen dir und dem Objekt, was du beobachtest, bewusst. Mach das mal. Probier das mal aus. Guck mal irgendwas an und versuch dir des Raumes zwischen dir und dem Objekt, was du beobachtest, bewusst zu werden. Wo ich das erste Mal gemacht habe, das hat mich extrem beruhigt. Wir gucken immer und wir machen immer tun und so. Wir gucken immer, gucken irgendwelche Sachen an, aber werdet euch mal dem Raum zwischen dem, was du dir reinziehst, bewusst. Das beruhigt extrem.